eine Gabelung. Hier sollte sich Nassan einfinden. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann du das Video siehst. Was? Lass uns reden? Wer will mit mir reden? Komm jetzt, worauf wartest du? Willst du nicht reden? Okay, wir machen auf jeden Fall die Quest Schöpfers End. Seine Hauptquest. Dazu müssen wir uns jetzt im Norden begeben. Wir sammeln natürlich wieder das eine oder andere ein. Oh shit. Jetzt ist es nicht mehr weit. Olin hat gesagt, er hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem alten Gerät entdeckt. Wenn sie meine Mutter ist, warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr? So weit vom Noraland entfernt. Ich verstehe das nicht. Wer ist sie? Ihr Name ist Elizabeth Sobek. Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Plündere das Ausrüstungsversteck. Elizabeth Sobek hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name? Oh ja, was ist das für ein Name? Begib dich zu den Ruinen. So, jetzt gucken wir erst einmal, was hier auf uns wartet. Stürme. Boah, die sind relativ uncool. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ja, wir sind meistens sehr gut vorbereitet, das ist das Problem. Das ist oft einmal ein Problem. Wenigstens einmal kurz speichern. So. Hä? War hier jemand? Warte mal ganz kurz gucken. Es hat nämlich jetzt seit vorhin da so geblubbert. Wie wir den Truthahn-Typi da erlegt haben. Zersprenger-Munitionsbeutel. Jawoll. 5 Kapazität plus. Auf 15. Machen wir doch. Oh, und jetzt benötigen wir wieder Fischgeräte. Also Fische. Fische können wir echt ein paar Mal noch jagen, weil... Hallo? Oh, gutes Fleisch. Okay, Truthahnsknochen. Da hat schon gleich wieder geblubbert. Aber nichts mit Trage-Kapazität. So. Wenn euch das auf den Sack geht, dass ich hier immer recht rumsammel. Oh, da ist eine Nebenquest. Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Sagt, ey Junge, was machst denn du eigentlich die ganze Zeit? Wir wollen die Quest sehen. Und nicht hier immer alles Mögliche. Oh, da ist unser Freund Neil. Ich wartete auf dich. Warten steigert die Vorfreude ins Unermessliche. Wie viele sind es inzwischen? Ich zähle nicht mit, Neil. Du zählst nicht mit? Manchmal bist du mir ein Rätsel. Bist du wie wir oder doch etwas anders? Hoffentlich etwas anders. Das willst du dir doch nur einreden. Wollen wir anfangen? Oh, Banditenlager, Bruchofen. Das wäre wahrscheinlich dieses hier, ne? Nice.
machen wir aber mal wann anders. Ich würde jetzt ungern von meiner Quest weglaufen. Banditenlager kann man ja mal separat machen. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Wie komme ich denn da jetzt vorbei? Wo ist denn überhaupt der Weg? Der Weg ist schon da drin, ne? Banditenlager. Mach mal lieber wegen Abseits. Oh, Breitkopf ist hier im Start. So, keine Fische. Das Gewässer ist wahrscheinlich einfach nicht tief genug. Da ist zumindest schon mal ein Lagerfeuer. Was haben wir denn da alles Schönes? Langbein. Und Breitköpfe. Okay, wir waren jetzt zuerst einmal. Der Schnee kommt sogar noch schneller als der Frost. Verdammte Kacke. Oh shit. Oh, das ist ja wieder ganz toll. Oh, vielleicht können wir aber auch einfach weglaufen. Jetzt habe ich gedacht, wir haben so schön alles aufgeladen. Und jetzt habe ich schon wieder meine ganzen Heilkreuze verloren. Verdorbene Wächter. Wachposten. Die Eclipse und verdorbene Maschinen. Sie arbeiten zusammen. Eine glückliche Familie. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte schauen. Wo ist jetzt da was? Plündere das Ausrüstungsversteck. Okay, da müssen wir mal nach rechts. Und da begib dich zu den Ruinen. So, dann lass doch noch mal da außen rumlaufen. Dun, 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 dun. Es gab mal eine Zeit, da hatte ich so richtig viele Tränke, ne? Jetzt habe ich irgendwie gar keine Tränke mehr. Weil ich immer alles verbrauche. Okay, da. Genau da, wo er gesagt hat. Schaden. Seilwerfer. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst.
Gute Jagd. Wir reden später. Oh, warte! Oh, verdammt! Seilwerfer. Den hatte ich aber schon, ne? Stolperfalle? Seilwerfer? Ich habe ja noch einen viel besseren Seilwerfer. Ja, ich habe den hier. Könnte ich allerdings immer nachladen. So, weil ich Erfolg haben soll. Okay, und jetzt begeben wir uns da hoch. Laufen wir jetzt da mitten durch und töten alle. La 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 la. Du, 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 du. Ich glaube, ich laufe wieder außen rum. Weil ich glaube, hier ist schon ein bisschen was los. Und immer schön leise. So, aber das ist wieder so ein Riesengerät, ey. Wächter. Okay, sie ziehen ab. Verseuchte Wächter. Das bedeutet ja, wenn es abgeht, dann geht es aber hier richtig ab, ne? Ich kann hier auch nirgendwo auf erhöhte Position, oder? Anscheinend kann ich da aber doch hoch. Vielleicht gucke ich erstmal, ob ich da irgendwie hoch kann. Aber das wird wahrscheinlich gar nicht so einfach sein, da hochzukommen. So. Vor lauter Rumgerenne werden sie mich jetzt eh wieder gleich entdecken. Okay, was sieht es hier aus, als könnte ich hochklettern? Irgendwie nirgendwo, ne? Vorsicht da unten! Aber irgendwie muss ich da, glaube ich, hochkommen. Weil es sind ja außen noch Seile. Die mir anzeigen, dass ich da runterrutschen kann. Also kann man auch hier irgendwo hoch. Aber ich weiß nicht wo. Das kann nicht stimmen. Ich sollte umkehren. Der Ort kann nicht betreten werden. Okay, hier kann ich dann nirgendwo raus, oder? Ach, hier kann ich raus. Das ist aber auch nicht so cool hier. Was ist denn das für ein Mega Man, ey? Weil wenn die mich hier suchen, dann habe ich nicht viel Platz. Wie er gesagt hat. Steht ein Kampf ins Haus.
Möge der Schatten dich fassen. Warum hat er mich denn jetzt schon gesehen? Ja, aber das könnte schwierig werden. Jetzt habe ich zumindest mal zwei getötet. Jetzt warten wir mal, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Was haben wir denn noch so für Waffen? Zum Festbinden. Das machen wir dann mit dem Großen. Okay. Die Lage hat sich wieder beruhigt. Ich hätte jetzt gern erst einmal das Fußvolk ausgeschalten. So, war der Verderber da hinten? Das ist natürlich schon eine gute Hausnummer. Den brauche ich jetzt nicht gleich am Anfang. So, und jetzt halt? Fragezeichen, Fragezeichen macht er? Was macht er denn jetzt? Oh, da hinten ist auch noch. Willst du noch? Nö. Das ist da oben drauf, steht noch einer. Da steht noch einer. Den werde ich aber von da nicht treffen, ne? Da ist auch noch so ein kleiner Dämon. Genau. Ich bin längst weg. Könnte ich tot von oben machen. Treffe ich den von hier? Ja, ich treffe ihn. So. Immer noch die restlichen Plünderer. Wir gingen jetzt tot von oben mit R1, glaube ich. Jetzt kommt er nochmal. Vielleicht schalte ich erst einmal den da hinten aus. Der da so hinterm Zelt kuschelt. Immer schön leise. Weil den müsste ich doch eigentlich perfekt ausschalten können. Was ist denn die jetzt umeinander gerutscht, ey? So.
Ja, komm, hab keine Angst. Komm her. Kleiner Wächter. Schön herkommen. Put, put, put. So, okay. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Ja, ein bisschen ins Gebüsch, damit wir den vielleicht hier im Gebüsch töten. Ich bin nämlich immer noch der Meinung, dass wenn die auch im Gebüsch liegen, dann, dass die nicht gesehen werden können. So, Tarnangriff. Jetzt haben wir noch den da hinten. Und wir laufen jetzt mal darüber. Dum, dum, dum. Lass dir mal alle außenrum ausschalten, bevor ich dann den Großen hier vernichte. All diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Jetzt habe ich nicht nach oben geguckt, ob da noch irgendwo jemand ist, ne? So, Wächterherz. Wüstenglas. Wir werden gleich sehen, ob hier noch jemand ist. So. Ist noch er, oder? Okay. Dann sneaken wir uns doch da mal ran und dann machen wir den Blatt. Sind jetzt. Sind es mehrere? Nee. Wäre doch hier nochmal irgendjemanden, oder? Okay, oben mach mal weg. Okay, das war's mit dem Schleichen. Ganz. Oh no. Oh shit. Uiuiui. Okay, ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen konzentrieren.
Oh nee, was ist jetzt wieder passiert? Kommt da raus. Ich hol dich von den Beinen. Falsche Taste. Ach, was ist die beste Taktik hier, ey? Wir könnten... den da jetzt mal noch wegpacken. Weil die Rüstungen haben wir ja schon weggehauen. Und dann packen wir mal den da wieder her. Der hat ja Schockladungen. Ich weiß gar nicht, warum der so aggressiv ist, sag mal. So. Einmal außen rum. Oh shit, das war nichts. War wieder nichts. Okay. Ach komm, warum schlägst du nicht einfach zu, wenn ich drauf drück? Das verstehe ich nicht, ne? Ach Gott, jetzt geht's wieder bergab. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich da ein bisschen durcheinander komme. So, aber alles gut. Unendlich viel Munition verbraucht. Die sind schon echt nicht ohne. Ich habe so das Gefühl, dass es gleich noch weitergeht. Eine Explosion. Oh, da ist eine Ratte. Da ist eine Ratte. Alter. Dass ich das einmal noch erleben darf. Okay, was haben wir hier Schönes? Oh, altes Gefäß. Oh, da sind noch mehr Ratten. Noch eine Explosion. Der explodiert alles und ich konzentriere mich bloß auf die Ratten. So, was sind wir denn jetzt Schönes? Okay, jetzt sind wir schon hinten angekommen.